Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2, auch wenn es da nicht aussieht, sondern eher nach einem Tram-Simulation aussehen würde, Straßenbahn-Simulation. Oh, wir können den Blick ausmachen. Aber es ist OMSI 2, wir haben da noch Essen und Katernberg dran, das werden wir mal jetzt ganz schnell ändern. Wenn das denn uns auch lässt. So. Jetzt wird Gelsenkirchen Hauptbahnhof geschildert. Den brauchen wir nachher auch noch mal. Aber nur eben mal. So, dann würde ich sagen. Wisst ihr nicht, was der Fahrplan sagt, denn irgendwie hatte ich jetzt das letzte Mal keine Fahrplanauswertung gekriegt. Weil, wahrscheinlich der Fahrplan ja nicht richtig. 1443. Wobei, wir brauchen eigentlich ja keinen Fahrplan, denn wir haben da auch sowas wie einen Fahrplan dran. Da, 1443. Können wir eigentlich die Zeit ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, fahren wir einfach mal vor. Hey Leute, zeigt mir nämlich jeder. Wir haben nämlich hier dann jetzt ein paar Signale zu beachten, wenn wir aus der Wende rausfahren. Ja, wo ist das scheiß Signal? So, ja, jetzt hier Zeit wieder zurück nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Ne, war. Und das war's, das mit der 107er Linie. Dann geht's weiter halt mit den Buslinien auf Gladbeck selber. Warum jetzt einer ruft drückt wegen Ein- oder Ausstieg, verstehe ich gerade auch nicht, weil eigentlich sitzt hier ja keiner mehr in der Bahn, oder? Muss ich halt nicht so verstehen. So. Hier haben wir unsere Starthaltestelle. Und stopp. Jetzt können die Leute ein- und aussteigen. Eigentlich sehen wir sogar, wann wir wo sein sollten. 15.2 sollten wir eigentlich dann, nee, 15.1 sollten wir an G, also Gelsenkirchen Hauptbahnhof sein und Betriebsgleis 15.2. Und um 19.05 Uhr wird die Bahn darin hier fahren. Also die erste fährt Betriebshof um 5.11 Uhr los und um 19.05 Uhr wird sie darin hier fahren. Also so lange fährt die Straßenbahn. Zumindest hier in Game. Ob es in Wirklichkeit auch so von der Fahrzeit näher ist, kann ich nicht bestätigen, weil, wie gesagt, wir kommen aus der Nähe von Berlin. Nicht direkt Berlin, sondern in der Nähe Berlin, also Havelland, ehrlich gesagt. Um es genauer mehr zu ein bisschen genauerer zu sagen. Weil, wenn ein Kommentar was kam, von wegen der Berlinern und so, ist halt, kommen wir aus dem Havelland. 30 Kilometer in etwa von Berlin entfernt. Arbeiten tue ich circa 5 Kilometer vor Berlin oder so. 5 oder, ja doch, 5 Kilometer könnten es dann etwa sein von meiner Arbeitsstelle bis nach Berlin nachherin. Ah komm, wir fahren jetzt einfach los. Die paar Sekunden soll sich keiner mehr einscheißen. Doch, da kommt noch einer. Jetzt aber.
das Mädel aber Glück gehabt, die Frau, dass ich nochmal die Türen aufgemacht habe. Jetzt wird es natürlich grün. Dann einen aufgedrückt. Versteht nicht. Also blendet die Sonne. Katernberger Markt. Boah, der Gecko wollte sich schützen. Ja. Wenn man hier mit der scheiß Sonnenblende beschäftigen muss. Ich weiß ja nicht, was ich erzählen soll, weil irgendwie gibt es nicht viel zu erzählen gerade. Von daher, jetzt hier irgendwas großartig, na, irgendwas zu erwähnen ist jetzt nicht eigentlich. Weil das Erwähnenswerte kam halt. In der ersten Folge. Und wie es weitergeht mit Omsi, habe ich ja auch gesagt, dass ich halt jetzt mit der Busse weitermache dann. Eins, was vielleicht nochmal erwähnenswert wäre halt ebenfalls wegen Chicago, dass ich da halt noch nicht geguckt habe, ob die Möglichkeit besteht, mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufzunehmen. Und Wien müssen wir mal gucken. Bei Wien könnte man auch aufnehmen. Ja, gucken wir mal. Achso. Kriegen. Wir dürfen fahren. Das ist so frei.
kommen noch ein paar Fahrgäste. Vielleicht noch erwähnenswert wäre vielleicht zu sagen, dass halt diese Tram, also die NF6D mit mehreren Skins geliefert wird. Also wir haben jetzt der Burgestra Standard-Skin. Es gibt aber halt auch noch Werbeskins von der Burgestra und von anderen Gesellschaften wie Brandenburg und Halle. Dann ist da noch so eine grünliche von Stoback oder wie auch immer das richtig ausgesprochen wird, kenne ich halt nicht so. Triple Z. Ist auch noch mit bei. Aber im Großen und Ganzen ist halt wirklich ist mehr oder weniger auf die Burgestra ausgelegt. Und daher. Ich denke, können wir eigentlich lernen lassen, weil wir müssen ja eh gleich hier vorne raus. Machen wir die Luke auf. Mal rot, dann warten wir mal, bis wir grüner. Ja. Sonst weiter, mir fällt gerade nichts ein, worüber ich reden könnte. Was vielleicht unterhaltsam wäre. Ja, andere Projekte, Huge Rising World, wird mal gucken, werde ich demnächst jetzt auch wieder was aufnehmen, vielleicht von. Minecraft könnte ich auch mal wieder was aufnehmen. Bloß bei Minecraft ist immer so eine Sache. Der will ja manchmal nicht so, wie ich will. Müssen wir mal gucken. Ja. Das leidige Problem mit dem Signal. Es wird und wird nicht auf Freifahrt stellen. Das stellt sie nicht oben. Jetzt so. Auch das Signal gehabt. Jetzt einfach brauchten. Blank aus. Ja, da lädt er wieder nach. Wie gesagt, das war komischerweise bei der Testfahrt eigentlich nicht so der Fall, dass er da zwischendurch noch diese Ladebildschirme ringehauen hat. Jetzt ist die Frage, wer hat Vorfahrt? Gehen wir von aus, die auf der Straße bleiben, ne? Und naja. Werde ich wohl nicht die Vorfahrt haben. Denn ich verlasse ja die Vorfahrtsstraße in dem Sinne. Eine KI dran. Jojo. Hier vorne ist ja schon die Haltestelle. Fast übersehen, ey. So.
Achso. Was warte ich denn da? Irgendwie bin ich nicht ganz bei der Sache. Ja, ich stehe hier, hätte doch schon längst weiterfahren können. Da weiß ich gar nicht, was ich jetzt erwartet habe dann. Ach ja. Was mal interessant wäre, wäre mal so ein Obus-Addon mit einer Obus-Map dazu. Mir würde direkt doch so eine Map einfallen, die wäre hier in Brandenburg. Und zwar in Eberswalde, da fahren immer noch Obusse. Das wäre mal interessant. So eine Obus-Map. Wie ich auf den Thema komme, ist ganz einfach, in Berlin, auch in Spandau, gab es früher mal O-Busse. Ich kenne einen, der konnte mir erzählen, früher halt, dass da auch O-Busse gefahren sind und der hat mir auch gesagt, wo die eine oder andere Wendeschleife war. Ich weiß jetzt gerade das nicht aus dem Kopf. Aber Fakt ist, dieses mit den O-Bussen ist aktuell für Berlin wohl wieder im Gespräch, ob man nicht wieder O-Busse auf die Straße bringen will, quasi. Weil ich letztens so gehört, oder ja, ich sag, die lesen was von, dass man wohl drüber nachdenkt, eventuell O-Busse wieder in Berlin fahren zu lassen. Das heißt, man müsste aber erstmal wieder das Netz aufbauen. Weil das wurde ja alles abgetragen. Sprich, die ganzen Oberleitungen und die Masten und müsste man ja wieder alles erst aufbauen. Ob das gemacht wird, ist halt fraglich. Aktuell sind ja auch so, das gibt ja jetzt mittlerweile eine Straßenbahn, die auch in den ehemaligen West-Berlin rinführt. Das ist die auch bis zum Hauptbahnhof mittlerweile gibt. Das ist um mal abzuwarten. Ich sehe, kommt das vielleicht irgendwann auch in den westlichen Berliner Teilen, also alles, was früher West-Berlin war, irgendwann auch Straßenbahnen fahren werden. Weil irgendwie nur immer in Ost-Berlin sind heute noch die ganzen Straßenbahnen unterwegs, und immer in West-Berlin ist halt eigentlich gar nichts groß. Jetzt ja. Und ja, also bleibt halt abzuwarten. Es wäre für mich persönlich wäre es sehr vorstellbar, dass irgendwann in Spandau sogar Straßenbahnen fahren. Könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Dass man dann rein theoretisch spannend aus, wenn mit der Straßenbahn kommen. Aber es ist halt abzuwarten. Ja, aber sonst wäre interessant, so eine Obus-Geschichte. Wäre wirklich sehr, sehr, sehr interessant mal zu sehen. Weil jetzt könnte man sich das doch noch besser vorstellen, so mit O-Bus fahren zu können. Weil, hallo, wir haben eine Straßenbahn um sie. Warum sollte das nicht nur ein vernünftiges O-Bus-Netz machbar sein, wo auch man denn fahren kann? Und wie gesagt, Eberswalde, wenn man jetzt sah, wenn jetzt wer sagen würde, Eberswalde wäre ideal. Vielleicht nicht nur Obus, sondern vielleicht so ein Stück weit, so wie Gladbeck, so ein größeres Ding zu machen, dass man eben sagt, man macht alle Eberswalder Linien oder so. Weil da gibt es nämlich eine Linie, die auch in Wirklichkeit auch schon gefahren bin. So ein Tierpark Eberswalde. Ey, sonst selber fällt mir jetzt nicht weiter ein, wo Obusse sind. Straßenbahntechnisch könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel gerade auch wegen die Tatra, die von Kartoffel. Phantom gebaut wird. Ne, Phantom, nicht Phantom. Potsdam. Da fahren nämlich auch diese Tatras rum. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch irgendwann mal modernere, so noch andere Straßenbahntypen dazu. Also nicht unbedingt modernere, aber andere Straßenbahntypen vielleicht. Auch hier aus dem Raum Gladbeck oder so. Weil,
vorstellbar wäre, wäre es ja noch eine Variobahn zum Beispiel. Die fahren nämlich in Potsdam auch rum. Und. Also ist jetzt einfach abzuwarten, was noch so kommt an Straßenbahn und was noch so an Addons für um sie kommt. Also jetzt kommt ja Rheinhaus noch dieses Jahr raus. London soll noch dieses Jahr rauskommen. Was war noch? Die Bahn auf alle Fälle Rheinhaus, London. Ja, das war glaube ich auch dieses Jahr. Dann kommt irgendwann noch Palma. Palma de Mallorca soll noch kommen. Aber das wird nicht dieses Jahr mehr. Also ein bisschen was für ein Umsi kommt noch. Und da ist halt auch die, offen, ob da vielleicht nicht doch noch das eine oder andere mit der Straßenbahn zu tun hat. Wie gesagt, das ist mal auch eine Abwechslung einfach zum Bus hin. Auch mal eine Straßenbahn zu fahren. Ich meine, eine willkommene Abwechslung. Also, wenn man keinen Bock hat, ständig Bus zu fahren, dann fährt man eben mal eine Runde Straßenbahn. So wie ich es jetzt halt auch mache. Das soll ja in dem neuen Projekt von den Berlinern, also von den Entwicklern vom Umsi, oder ihr sagt, ich sag immer Entwickler, der ist ja eigentlich nur einer von den Hauptentwicklern, die damals den Umsi überhaupt gemacht haben. Ist ja bloß noch der Marcel. Na, Umsi? Nicht abschmieren, danke. Wie gesagt, der sitzt ja an dem Projekt Lotus, was ich schon ein paar Mal angekündigt habe, oder gesagt habe. Und in diesem soll es ja möglich sein, auch Straßenbahn zu fahren, auch U-Bahn und S-Bahn und Bus halt, alles so rund um Nahverkehr in Berlin, was jetzt direkt Berlin betrifft, also keine Regionalzüge oder so, das ist ja überregional mehr oder weniger, weil wirklich was direkt mit dem Thema Berlin eigentlich zu tun hat und das ist halt Berliner U-Bahn, Berliner S-Bahn, Straßenbahn, Bus. Und da bin ich echt gespannt, also wie ich ja schon mal gesagt habe, wenn es performance-technisch besser ist als Umsi 2, hole ich es mir nicht. Definitiv nicht. Wenn es aber performance-technisch und grafisch und so besser ist als jetzt Umsi 2 und es auch dann funktioniert, dann kaufe ich es mir. Dann werde ich es mir direkt holen. Also, das steht dann ja nicht weiter zur Debatte. Von Umsi 2 war ich damals echt sehr enttäuscht, dass das doch leider so scheiße von der Performance-Technischen her war. Dass man es teilweise war es ja unspielbar. Für mich und auch für viele andere Umsi-Spieler. Mittlerweile ist halt ja, funktioniert ja das da. Wobei den Elon Update auch wieder was verschlechtert hat, als statt zu verbessern. Aber gut. Es bleibt halt abzuwarten. Bin auch auf den neuen Landwirtschaftssimulator gespannt, ob mein Rechner den mitmacht. Also holen Tulken. Oder ich habe ihn sogar schon vorbestellt bei Steam. So ist das nicht. Und ja. Da bin ich mal gespannt, wie der so ist. Und ob das dann auch möglich ist aufzunehmen, weil bei dem LS, ja, hier bei dem LS15 gibt's ja doch schon so einige Probleme, so ein bisschen performance-technisch. Eigentlich bräuchte ich im Grunde genommen nur mal ein bisschen Geld, um vielleicht ein paar Sachen an meinen Rechner aufzurüsten. Dann würde es vielleicht auch wieder anders aussehen. Weil Grafikkarte ist eigentlich eine Top-Grafikkarte, aber eventuell nochmal andere Arbeitsspeicher oder, wobei der eigentlich alles vernünftig hat. Oder ich muss mal wirklich gucken wegen anderen Aufnahmeprogramme, die vielleicht weniger Performance fressen oder ich weiß halt nicht. Bei den Aufnahmeprogrammen, das läuft über Steam und da hängt das Gefühl, dass auch Steam da teilweise ganz schön was frisst. Ich habe auch noch nicht die beste Einstellung gefunden, jetzt für das Aufnahmeprogramm selber, um zu sagen, ja, damit läuft die Performance besser oder so. Ich habe auch schon gesehen, andere nehmen auch damit auf, haben weniger Performance-Probleme als ich, also. Irgendwo, an irgendwas muss es ja liegen, die Frage ist halt nur, woran was.
Gott, da die Türen offen lang. Jetzt kann er zu sein. So. Dann sind wir ja schon wieder leer an der Endhaltestelle. Musiktheater Gelsenkirchen. Perfekt. Kann man gleich rumfahren. Und mich mal schon wundert, dass es mal so mit den Leuten so unterschiedlich denn ist, dass es auf jeden Fall mal so leiser wird. Woran das liegt, keine Ahnung. So. Auf zur vorletzten Haltestelle. Dies Ausstieg rechts, also müssten wir ja rein tisch das linkere Signal beachten. Zumindest mag ich das. Ja, da haben wir jetzt den Fall von einer Zwangsbremsung, die ich hinkriege. Komischerweise hat sich nachher 30 angezeigt und ich war unter 30. Zumindest wenn in Wookie Jans jetzt knapp über 30. Und das ist halt diese Zwangsbremse, die man kriegt, und jetzt weiß ich ja halt, wie man diese löst. Von daher ist das kein Problem und wir kommen auch weiter Richtung Ziel. Jetzt noch welche ein. Fast so aus, oder? Ach, wir haben ja eh rot. Wie gesagt, wir müssen ja eh halten. Dürfen ja eh noch nicht von. Können wir nochmal die Türen freiheben. Können wir nochmal alle freiheben. So.
Haben wir das auf links umgestellt? Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Da nochmal. Der Gang, ich überhaupt nicht verstehe, weil wir jetzt hier im Tunnel selber ist eigentlich nicht weiter groß, was er laden müsste, außer die Gleise, das ein oder andere Signal hier noch und das war's. Haben wir so war unsere Endhaltestelle. Noch rüber. Bevor wir nämlich jetzt wieder in die Abstelle. Und machen da dann aufhören. Wir sind ja wieder an unserem Endziel. Gut, ihr könnt ihr jetzt rein theoretisch noch die Rückfahrt bis zum Betriebshof machen, aber ach. Die sind auch nicht mehr so interessant nachher, also von daher. So. Das war's. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.